Du kannst mit mir machen, Henry. Ehrlich, du kannst mit mir machen. Klar geht das. Aber das kommt ins Fernsehen. Das ist ja kein Ding. Ich sehe doch gut aus, oder nicht? Es ist Zeit für eine neue Ausgabe unserer Nerdwords. Das heißt, wir konfrontieren ahnungslose Papa, du bitte. Es ist wieder mal Zeit für eine neue Folge Nerdwords. Das heißt, wir konsultieren ahnungslose Passanten und fragen sie nach kniffligen Gaming-Begriffen. Und die Frage ist ja, kennt ihr auch alle Begriffe? Rail Shooter. Ja, das ist einer, der gerne Bahn fährt, der mit der Bahn unterwegs ist, anstatt mit dem Bike oder so. Ja, das weiß ich nicht. Aber es kann so eine Waffe sein, mit der... Sowas wie so ein Auto oder sowas ähnliches, was irgendwie am See oder sowas ist. Rail Shooter. Also ich kenne das von vielleicht Halo oder... Rail, Eisenbahn, wahrscheinlich irgendwelche Leute, die auf Eisenbahn rumhampeln, draufspringen oder was auch immer. Ich weiß aus dem Spiel, dass eine Rail eine Scharfschützengewehr ist. Schrecklich. Rails Router? Was ist das denn? Ich würde jetzt sagen aus dem Amerikanischen, aber da ist Router oben ohne Club, deswegen... Keine Ahnung. Computerspiel oder so. Ein Rail Shooter, ein Zug? Ich würde sagen... Oder ein Action Game? Ja, würde ich auch sagen. Action Game, irgendwie sowas. Irgendein neues Genre. Nein, ein neues Genre, das ist der Rail-Shooter in der Tat nicht, wohl aber ein Genre. Rail heißt zu Deutsch so viel wie Schiene und bezieht sich damit ganz konkret auf die Spielmechanik. In den meisten neuen Spielen ist es ja so, dass der Spieler sich relativ frei seinen Weg durch einen Level bahnen darf. Bei Rail-Shootern fahrt ihr quasi wie auf Schienen auf dem vom Entwickler vorgegebenen Pfad und ballert nebenher alles nieder, was euch vor der Flinte kommt. Im Konsolenbereich ist das schon seit einigen Jahren nicht mehr so richtig beliebt. In der Spielhalle allerdings, da ist das seit Jahrzehnten ein angesagtes Ding und ist dort eher als Lightgun-Shooter bekannt. Und zwar, weil man in der Regel mit diesen schönen Plastikwaffen auf den Bildschirm ballern konnte. Wie gesagt, eine coole, spaßige Sache für zwischendurch. Die bekanntesten Vertreter sind zum Beispiel The House of the Dead von Sega oder Time Crisis von Namco. DLC. Das ist auf jeden Fall eine Abkürzung für deutsche Literatur, ne? Digital Location Community. DLC. Nicht die geringste Ahnung. DLC. DLC. Deutsche Leitung. Deutsche Clubgemeinde. Deutsche Literatur. Keine Ahnung, Club. Club. Am Ende, D könnte Deutsch sein und L, Deutscher Langlaufclub. Keine Ahnung. Deutscher Literaturclub. Warum nicht? Also, ja. Klingt wie LCD, wie heißt das? Eine Droge. Also da die eine Droge, kommt mit den Sinn. Keine Ahnung, wie die heißt. Download, tralala. LSD, genau, das war die erste Assoziation, die ich hatte. DLC-Paket. Ja. Wofür steht DLC? Das weiß natürlich jeder moderne Zocker, denn DLC oder auch DLC steht für Downloadable Content, also Inhalte, die man herunterladen kann. Gemeint ist damit je nach Spiel zum Beispiel eine extra Waffe, neue Autos oder auch ganz frische Missionen, kommt auf das Spiel an. In der Regel ist DLC auf jeden Fall kostenpflichtig, weshalb das Ganze mittlerweile für die Publisher auch ein richtig gutes Geschäft geworden ist. Loten, das ist doch Loten. Loten. Loten, Luten, was ist denn das? Joten. Joten? Das ist irgendwie aus dem Chemikalischen. Chemie? War das nicht beim Physik- oder Chemieunterricht? Chemie. Nee, das sind Ionen. Ionen und Atome, keine Ahnung. Loten, ausloten, irgendwas irgendwie ausprobieren, gucken, wie es ist. Irgendeiner, der die anderen zum Losern macht, ist der Looter. Vielleicht irgendwie ein Loten, also die pure Flugzeugloten da. Ach je. Looten, aufsammeln von Zeug, was jemand droppt. Plündern. Looten, das kommt vom englischen Loot und bedeutet zu Deutsch so viel wie Beute oder Plünderung. Gemeint ist damit in Spielen alles an Geld oder Gegenständen, was man zum Beispiel von erlegten Gegnern oder aus Kisten erbeuten kann. In vielen Action-Rollenspielen ist es eine der Hauptmotivationen, denn es geht nur darum, Krempel zu sammeln, der mal mehr und mal weniger wertvoll ist. Nicht wenig Diablo-Spieler berichten da zum Beispiel von einer regelrechten Sucht.
Oder um es mit den Worten von Trant Goethe zu sagen, sehe ich eine Kiste, halte ich an, um nachzuschauen, was drin ist. Vielleicht ist es eine Waffe oder eine Rüstung. Oh nein, es ist nur Mist. Doch selbst Mist hält mich nicht davon abzuschauen, was in der nächsten Kiste ist. Und so geht es weiter die ganze Zeit. I simply cannot resist. Looten und Leveln. Das gehört einfach dazu. Die meisten Spiele ohne sind für mich nur feuchter Schmuh. Welch köstliches Vergnügen hinter uns liegt. Tja, Schadenfreude ist die schönste Freude, wenn man sich klüger fühlt als der Rest sowieso. Das habe ich nicht gesagt. Das hat der Teufel gesagt. Nein, war wieder eine schöne Sache. Und ihr seid natürlich weiterhin aufgefordert, uns mit fantastischen Begriffen hier Unterstützung zu geben. Denkt dran, nicht zu speziell, vielleicht auch nicht alles nur Englisch, sondern irgendwie sowas, ja, wo wir sagen, oder die meisten Gamer vielleicht sagen, ja, ist doch ganz klar, aber viele da draußen eben, hä? Was ist das denn für eine Scheiße? Genau, schreibt eure Vorschläge in die Comments oder ihr dürft uns natürlich auch immer noch gerne auf Facebook und auf Twitter adden. Dazu gibt es natürlich die ganz einfache URL facebook.com/vorzocker oder eben bei Twitter, genau das Gleiche. Ja. Außerdem haben wir hier unsere Playlist mit den übrigen Nerdwords, die es schon gibt, verlinkt. Das heißt, wenn euch diese Ausgabe jetzt gefallen hat, dann könnt ihr da einfach direkt weitergucken.